Alles, was eingescannt wurde, alles, was über eine digitale Leitung geht, versucht der IT-Forensiker zurückzuverfolgen, zu analysieren, zu dokumentieren. Ja, er geht auf Spurensuche im digitalen Bereich. Sogenannte Malware-Analysen können durchgeführt werden, das heißt die Zurückverfolgung von Viren, Trojanern, Würmern und so weiter. Das heißt, wo kommt ein Virus, wo kommt eine Malware überhaupt her? Das ist nämlich nicht jedem bewusst, wenn Sie sich zu Hause ein Computervirus eingefangen haben. Wer steckt dahinter? Was wird da ausgeführt? Wie ist der programmiert? Und das versucht der IT-Forensiker zurückzuverfolgen. Ich kann jemand, wie gesagt, ein Virus unterjubeln, den ich in einer Software, in einem Foto, in einem digitalen Foto verstecke. Derjenige öffnet das Bild im Internet, in WhatsApp, in Facebook, und somit handelt er sich ein Spionageprogramm, eine Spy-App ein, die sich selbstständig installiert, womit ich denjenigen dann komplett ausspionieren kann. Hier habe ich jetzt so eine Maus. Die ist voll funktionsfähig. Dort ist eine Karte installiert. Ja. Diese Maus kann ich jetzt telefonisch erreichen. Und jetzt versuchen wir die mal anzurufen. Also sie ist wirklich erreichbar. Ich kann das Ganze auch so programmieren, dass das Ganze, dass die Maus mich jederzeit wieder zurückruft. Also einmal aktiviert mit einem Telefonanruf, ruft sie mich auch bei Funkstörungen wieder zurück. Damals habe ich im Netzwerk nach sogenannten Pädophilen gesucht und bin fündig geworden nach einem großen Netzwerk, und da ging die Suche sehr stark im Bereich, die auch an meine Emotionen geknackt haben. Ich habe dieses Netzwerk knacken können mit Hilfe von anderen Hackern, anderen sogenannten Ethical-Hackern. Wir sind der Sache sehr schnell nachgekommen und konnten somit einen großen pädophilen Ring aufdecken.